Ich bin der Christian. Ich bin die Rebecca. Und zusammen sind wir die Schönwetterfront und wir produzieren seit 2016 die ersten von Deutschland inspirierten Hawaii-Hemden. Der Christian macht das Design, denkt sich die Muster aus, denkt sich aus, welche Farben auf das Hemd kommen. Der Stoff wird dann in Deutschland bedruckt und ich nähe dann aus dem fertigen Stoff die Hemden. Wir haben mittlerweile 9 unterschiedliche Motive und jährlich kommen so 2 bis 4 Motive in die Kollektion hinzu. Unsere Motive sind so deutsch wie möglich. Ein bekannter Hawaii-Hemden-Designer sagte mal, dass jedes Hawaii-Hemd eine Geschichte erzählt. Und bei uns ist es eben wichtig, dass es eine Geschichte aus der Heimat erzählt und eben nicht aus dem Pazifik. Wir haben zum Beispiel den Löwenzahn, wir haben die Rieslingtrauben, wir haben Edelweiß und Enzian und natürlich die 7 Kräuter der Grisus. Also wir achten auf deutsche Zulieferer, dass alles aus der Gegend kommt und das in Deutschland produziert wird. Außerdem haben wir Platanenholzknöpfe, die von mir handverknotet werden, damit sie nicht abfallen. Wir verkaufen unsere Hemden deutschlandweit. Natürlich haben wir sehr viele Kunden aus der hessischen Nachbarschaft. Aber wir haben mittlerweile auch an diverse Prominente unsere Hemden weitergeben dürfen. So sind zum Beispiel die Beatsteaks aus Berlin glückliche Hawaii-Hemdenträger von uns. In den amerikanischen Markt haben wir schon den amerikanischen Generalkonsul Jim Herman gewinnen können. Und Chuck Norris hat auch ein Hemd von uns. Unsere Hemden gibt es momentan ausschließlich in unserem Online-Shop. Und wir schauen jetzt ab diesem Jahr, dass wir eben noch deutsche Händler finden. Also wir würden uns natürlich von Herzen freuen, wenn das Hawaii-Hemd in Deutschland mehr Verbreitung findet. Und ja, wenn unser deutsches Hawaii-Hemd auch in die Welt hinausgetragen wird und da eben eine kleine Geschichte von Deutschland erzählt.